Hallo Leon, ich bin's, Eicher Ben Benetton. Und zuallererst möchte ich gleich mal eine Erwähnung machen, weil sie sich unbedingt wünscht. Und zwar möchte ich die Astrid Doppler-Sche grüßen. Und damit sie ein Ja hört, werde ich das oft genug wiederholen. Habe ich heute schon Astrid Doppler gesagt? Ja, und das heutige Thema dreht sich um Musik. Und da geht's auch um ganz spezielle Titel. Ihr kennt doch sicher das Lied, die immer lacht. Eine, die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht. Aber zuallererst einmal, Leon, ich kann mir nicht vorstellen, dass bei jeder Situation Lachen gerade zum richtigen Zeitpunkt kommt. Hey, kannst du mir mal helfen? Ich hab persönlich so viele Probleme. Ich brauch einfach irgendwen zum Reden. Hey Alter, warum lachst du? Ich hab wirklich Probleme. Alter, hör auf jetzt! So! Auf den ersten Blick wirkt es wie ein fröhliches Liedl. Nur habe ich in diesem ganzen Liedl eine geheime Botschaft entdeckt. Und zwar folgende Passage. Oh, sie weint, oh, sie weint, sie weint. Aber nur, wenn sie alleine ist. Und genau diese Passage ist es. Und sie weint, aber nur, wenn sie alleine ist. Das heißt, nur wenn andere da sind, dann lacht's. Und demzufolge ist es dann kein fröhliches Lachen, sondern ein böses Lachen. Hör auf, Ben, du machst mir Angst. Demzufolge geht's in dem Lied nicht um eine fröhliche Frau, sondern in Wirklichkeit um eine Hex. Ja, und mittlerweile gibt's sogar schon die Version, die Hektar hat. Die Hektar hat. Und kommen wir gleich zum nächsten Dance Move. Bei der Fußball-Euro 2016, da hat ein Kameramann was aufgenommen. Und zwar, es ist gerade ein Spiel und es spielt gerade die irische Nationalhymne. Und da kommt die Phase, wo die Kamera von einem Spieler zum anderen schwenkt. Und genau während dieses Vorgangens steht dahinter schätzungsweise mal 16-Jähriger und steht so im Hintergrund. Aber schaut sich am besten das Video, dann wisst ihr, was ich meine. Was geht, Alter? Ja, der hat halt Stil, aber dieser Tap-Dance oder Dubstep, wie der immer genannt wird, der hat eine Besonderheit. Und zwar, du bist in der Disco, hast schon gefühlt 2 Promille, du bist hundsmiert. Und wenn du dann in dieser Pose herstellst, bist du ein Star in jeder Disco. Und jetzt sage ich mal, wie der Dubstep ausschaut beim Schnöndil. Ich glaube, ich habe meine Nase gebrochen. Was auch noch praktisch ist, du kannst der lästige Tanzpartner vom Leib halten. Oh. Ja, Leon, kommen wir nun zum Macarena. Wie sich einige vielleicht erinnern können, habe ich mal einen Macarena-Tanz gemacht. Ja, und nun die Auflösung. Der Macarena in dem Video ist nicht so 100% richtig bei mir. Und ich habe es mittlerweile schon aufgegeben, ich krieg's einfach nicht hin. Und ja Gott, was sagst du eigentlich dazu? War ja klar. Ja Leon, und das war's schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr ja nichts verpasst. Habe ich heute schon Astrid Doppler gesagt? Und nicht vergessen, it's time to be socially. Bye! My eyes saw a pretty little thing approaching me. Said I've never seen a man who looks so all alone. Oh, could you use a little company?